Ja, so eine vernünftige Halterung wäre schon nichts Verkehrtes. Was hier? Ja, wie eben angesprochen, man überlege sich, wenn alle Kraft des Geistes für die Problemlösungen genutzt werden könnte. Jetzt mal ganz schnell bei der Star Trek-Idee: kein Geld, sondern die Entwicklung des Geistes steht im Vordergrund für die Lösung der Probleme, die es gibt. Es wird immer Probleme geben, die es zu lösen gilt. Aber wenn man weiß, dass die Lösung des Problems definitiv nichts mit Dingen des Wertes als Gegenstand zu tun haben, dann kann man das als Lösung ausschließen. Das ist ein spannendes Konzept. Nein, das ist ein spannendes Konzept. Das wäre natürlich schön für alle Beteiligten, wenn man das hinbekäme. Das ist natürlich die große Quizfrage, wie man das hinbekommt. Weil zurzeit ist jeder immer noch irgendwie mehr an den Dingen als an dem Sein interessiert. Da mache ich keine große Ausnahme. Man hat es ja so gelernt bekommen. Man hat es ja so gelernt bekommen. Die Lectio Messe. Kommt man es hin, das notwendige Geld als einfach nur als Sicherheit für den Moment zu betrachten und nicht als Notwendigkeit des Daseins? Also, dass man hingeht und sagt, okay, ich bin hier und versuche nur so viel zu bekommen, zu verdienen, wie ich benötige. Und der Rest wäre sekundär. In der digitalen Welt klappt das ja ganz gut, dass die Leute sagen, sie möchten gar nicht mehr einen Film besitzen oder eine CD haben, sondern sie akzeptieren es, dass sie nur noch Rechteinhaber oder dass ihnen der Rechteinhaber die Möglichkeit gibt, etwas zu nutzen. Das heißt, sie ein Nutzungsrecht erwerben. Und wenn sie es nicht mehr wollen, dann zahlen sie nicht mehr und verwirken damit auch ihr Nutzungsrecht. In größeren Städten funktioniert das auch schon ganz gut mit Autos. Dass die Menschen sagen, ich benötige kein eigenes Auto, sondern ich kann mir Autos bei Bedarf leihen. Kann sie nutzen, dann stelle ich sie wieder ab und dann nutzt es jemand anderes. Wenn dann jetzt noch der Verantwortungsgedanke geschärft wird, so nach dem Motto, ich muss es genauso gut hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe, weil es ist eben nicht mein Eigentum, mit dem ich tun und lassen kann, was ich möchte, das wäre schick. Das betrifft übrigens alles im Leben.
Bisher erstaunlich wenig doppelt. Ich muss gestehen, so richtig hässliche Briefmarken hatte bisher noch keiner. Sie spiegeln alle irgendwie das System wider, in dem sie sich befinden. Das an sich finde ich persönlich schon sehr, sehr faszinierend. Weil hier gerade Motorrad etwas zügig lang gefahren ist, denkt dran, die Motorradsaison beginnt wieder, ihr lieben Auto- und Motorradfahrer. Nehmt Rücksicht und den Motorradfahrer Linkskurven fahrt so ein bisschen weiter außen. Gebt uns nicht die Schuld, wenn wir euch nicht sehen, weil ihr euch da reinlegt wie Idioten. Und das seid ihr dann in dem Moment für uns als Autofahrer Idioten. Und ja, das habe ich jetzt gesagt. Rücksicht ist das Stichwort. Rücksicht, Rücksichtnahme und Aufpasse. Es könnte euch immer einer entgegenkommen, der genauso verrückt fährt wie ihr. Wenn ihr euch in die Linkskurve reintreiben lasst, da kann ich mich als Autofahrer in der Rechtskurve auch raustreiben lassen und dann treffen wir uns in der Mitte. Und das geht dann selten besser für den Motorradfahrer aus. Und da könnt ihr verargumentieren, wie ihr wollt. Eine geschnittene Kurve ist eine geschnittene Kurve. Egal ob Auto oder Motorrad. Fahrt vorsichtig in die Saison. Habt ihr fast gesagt, Duck-Checker, das ist keine Duck. Für die Kollegen, da ist der Duck-Check. Duck-Check.
die Leutgens, die sich bisher gefragt haben, was macht er eigentlich mit den Doppelten? Schmeißt er die weg? Tut er die verbrennen oder verkaufen? Nö. Obwohl mir von einigen Leuten, André, immer sehr oft nahegelegt worden ist, einfach nochmal verbrennen. Hast du nochmal 2 Minuten was von? Ich verbrenne sie nicht, sondern sie kommen in ein separates Album mit all den Doppelten. So einfach ist das. Gerade von Ländern, wo es de facto keine neuen Briefmarken mehr gibt, wäre es doch eine Schande, die zu verbrennen. Weil es ja abgeschlossene Gebiete sind, wie zum Beispiel DDR, Berlin-West oder aus Europa Briefmarken, die keine Euro-Bemünzung haben, sondern die damalige Landeswährung haben. Dann sollte man sowas wegschmeißen. Kann man andere Leute glücklich machen. Und daher empfände ich das als unnötig, sie wegzuschmeißen. Kann sie tauschen? Als wenn einer sagen würde, er hätte das Lego weggeschmissen, weil die Kinder nicht mehr mitspielen. Das wäre ja genauso schlimm. Handgelochte Briefmarke. Was alt gibt. Wie die Lego-Anleitung, die die Eltern auch immer gelocht haben. Sollte man nicht tun. Steinhersteller aus Dänemark ist und war ein Spielzeug. Und das Gute und Schöne ist, dass er wie bei den Briefmarken eine weltweite Konkurrenz hat. Man muss nicht die Briefmarken aus BRD, Europa oder sonst irgendwo sammeln. Man kann von aller Herren Länder es sammeln. Wie sagt man so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Der Vogt. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt, fällt mir dazu gerade ein.
viele, viele Sätze dabei, die in einem separaten Video noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen werden. Wie kommen hier israelische Briefmarken in die DDR-Tüte? Das ist ja witzig. Sie liegen auf jeden Fall hier falsch.
Das Schöne an Wissenschaft ist, dass, wenn es einen lateinischen oder altgriechischen Beginn gibt, dass die Dinge weltweit gleich heißen. Egal wie unterschiedlich die Systeme sind, aber in Wissenschaft und Forschung heißen die Dinge gleich. Eine Amsel ist eine Amsel. Zur Not nimmt man den lateinischen Namen und jeder weiß, was gemeint ist. Faszinierend. Faszinierend. In politischen Systemen und sonstigen Sachen ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Aber in der Wissenschaft nimmst du den lateinischen Namen und alle verstehen dich. Aus dem Bereich zumindest. Finde ich sehr, sehr faszinierend. Ob es darüber auch nie Streit gegeben hat, dass er jetzt einer gesagt hat, nein, das müssen wir jetzt anders lateinisch benennen. Oder altgriechisch oder was auch immer für eine Ursprungsdefinition genommen worden ist. Nein, das passt dann so und alles ist gut. War nie ein Streitpunkt. Sehr faszinierend. Aber der Tisch wird nicht reichen. Und dieser Tisch wird nicht reichen.
diese Idee. War das nicht die sozialistische Einheitspartei Deutschlands, aus der die Linke hervorgegangen ist, nach der Wiedervereinigung?
Wünsche. Ich weiß nicht warum, das Design erinnert mich immer an irgendein Spiel vom Commodore 64. Wie gesagt, ich weiß nicht warum. Faszinierend.
Das ist übrigens eine interessante Art und Weise, die Briefmarken zu sortieren, wenn man nicht so viel Platz hat. Und man davon überrascht ist, wie viele unterschiedliche Briefmarken man dann doch wirklich hat, in dem Stapel der zu sortierenden Briefmarken. Bin mal gespannt, wie das bei der BRD wird, in wie viele Sitzungen ich hier den Tisch voll bekommen werde mit Briefmarken, die zu sortieren sind. Muss ich mal sehen, wie ich das dann tue. Blümmelsche, geschützte Pflanze. Man muss das Hessische einfach mögen. Wenn wir in Hesse zu einem Pfirsich-Plüschapfel sahen, dann ist ja eigentlich alles, ist ja schon alles gesagt. Warum soll man dann auch Pfirsich sagen, wenn man Plüschapfel sagen kann? Einer der schönsten Begriffe der hessischen Sprache aus meiner Sicht. Plüschapfel. Haben wir da sonst noch einen witzigen Begriff aus dem Hessischen? Kann ich nur noch mal den Schneider zitieren. Wenn man mal was Erotisches sagen soll, dann sagt man halt einfach mal Bedummischer. Es ist nicht für jedermann der Humor, das muss man schon sagen. Egal was euer Humor ist, behaltet ihn bei, weil wenn man nicht mehr lachen kann, dann ist vorbei. Erfreut euch des Lebens, solange es währt, wie gesagt, so sagt man doch so schön. Wildrumage. Tja, Elon hat es wieder nicht hingekriegt. Mit seinem SpaceX termingerecht zu starten. Und doch Hut ab vor der technischen Leistung, die die Firma, die er als Person an den Tag gelegt hat. Die Beharrlichkeit, einer der Grundpfeiler zum Erfolg, Beharrlichkeit. Da das Unternehmen SpaceX so aus dem Boden zu stampfen und es in so relativ kurzer Zeit so erfolgreich zu machen, wie er es gemacht hat, das ist schon ganz, ganz, das wird schon, er ist schon in den Annalen der Geschichten eingegangen mit der ganzen Thematik. Man kann von ihm als Mensch halten, was man möchte. Ich persönlich kenne ihn nicht. Ich kann ihn nur aufgrund seines Handelns beurteilen. Aber ich glaube, ein bisschen verrückt muss man sein, um all die Dinge zu tun, die er tut. Verrückt natürlich nur für die Außenstehenden. Er wird von sich wahrscheinlich sagen, dass er der normalste Mensch der Welt ist und sich eigentlich fragt, warum macht das nicht jeder? Dann wären wir da schon wesentlich weiter in unserer kulturellen, technologischen Weiterentwicklung. Naja. Jetzt gucken wir erstmal, wie gefährlich diese ganze künstliche Intelligenzgeschichte ist. Weil ich mich immer noch frage, wie wollen wir denn was künstlich herstellen, wenn wir es im Normalen schon nicht begreifen, was es ist? Nämlich irgendwie die Intelligenz. Und jeder, der jetzt gerade gesagt hat, er wüsste, was es ist, naja. An all die Leute kann ich mir nur die Frage stellen, wo ist denn dann die Grenzlinie zwischen Instinkt und Intelligenz? Ab wann ist denn was? Und wenn man diese Unterscheidung sich eingesteht, dass es sie gibt, welchen per Definition lebenden Lebewesen gesteht man das denn zu, dass ich beides habe? Und wo ist da die Grenze?
Und jetzt gehen wir mal davon aus, das wäre alles geklärt. Es gibt in dem Fachbereich der Aus- und Weiterbildung für Menschen gibt es diesen Begriff des Transferwissens. Transferwissen, den kann man wunderbar dafür nehmen, um zu sagen, wie intelligent jemand wäre, weil er aus der Vergangenheit auf ein aktuelles Problem schließen kann. Oder auf ein aktuelles Problem. Nochmal, er kann aus dem Wissen seiner Vergangenheit eine Lösung für das vor ihm liegende Problem finden. So rum. Naja, was machen wir? Wir gehen hin und nehmen unseren gesamten Erfahrungsschatz unterbewusst und ziehen dieser zu einer möglichen Problemlösung herbei. Das wirklich Spannende an der Geschichte ist, dass wir keinen zweiten Versuch haben, beziehungsweise wir es als Versuch und Irrtum bezeichnen. Aber jeder erste Versuch, der scheitert, ist halt ein gescheiterter Versuch. Ich sage immer, naja, der Löwe geht entweder geht er mit dem Wissen nach Hause, was nicht funktioniert, oder er hat gut gegessen. Und jetzt ist die Quizfrage, inwieweit gestehen wir einer Intelligenz Fehlversuche zu? Fehlverhalten. Uiuiui. Themen für die Philosophieklassen. Auf jeden Fall. Wenn irgendwelche Eltern irgendwo auf der Welt ihr Kind erziehen, sei es Tiere, sei es Menschen, dann lebt dieses Kind meistens natürlich nach den Vorstellungen der Eltern. Aber auch nur die ersten 18 bis 21 Jahre. Danach werden im Ideal die Kinder vielleicht das Nest verlassen, wie man so schön sagt, werden selbstständig, werden eigene Lösungen für die Probleme finden, die vor ihnen gestellt sind und damit per Definition eine gewisse Intelligenz an den Tag legen, eine gewisse Fähigkeit, unbekannte Dinge aufgrund des erworbenen Wissens zu lösen. Hier ist jetzt der Knackpunkt. Wo schränken wir, nehmen wir jetzt mal nur die Menschen, wo schränken wir Menschen die Intelligenz unserer Kinder ein? Wo gehen wir hin und sagen, ja, aber nein? Das erinnert so ein bisschen an Krieg der Sterne, wo Anakin Skywalker fragt, naja, ist es, oder beziehungsweise in der Konversation mit dem nächsten König Palpatine, die diese Diskussion führt, naja, ist es möglich, diese Kräfte zu erlernen, beziehungsweise um eine Sache vollumfänglich zu verstehen, muss man selbstverständlich auch die Fähigkeit besitzen, die Münze umzudrehen, weil jede Münze hat zwei Seiten. Und da muss man sich auch mit den negativen, oder mit den, was heißt negativen, mit den aus unserer eigenen Wertvorstellung nicht gewünschten Richtungen auseinandersetzen. Man muss sie ja erkennen und da muss man ja gewisserweise als Elternteil würde man jetzt den Begriff Gegensteuer nehmen. Aber wo wollen wir jetzt hingehen? Wir wollen einem Computerprogramm sagen, du hast dich gerade falsch verhalten, deshalb tue ich dich löschen. Jetzt kommt meine Gretchenfrage. Moment. Wer sind wir, dass wir eine Intelligenz einfach mal so abschalten können? Das Thema übrigens wird wunderbar behandelt in der Star Trek-Folge, wem gehört Data? Was ist Bewusstsein? Was ist Intelligenz? Benötigt das eine das andere? Ist ja gut und schön, wenn mittlerweile diese ganzen Chatbots, um sie mal abwertend so zu nennen, Gedichte schreiben können, wenn die Bachelorarbeiten schreiben können. Wie geht man eigentlich um, wenn so ein Ding mal wirklich etwas schreibt, wo man dann auf einmal mit für belastbar gemacht wird, wo sich dann im Nachhinein rausstellt, das hat ja gar nicht der Mensch geschrieben, sondern der Mensch hatte die Frage formuliert und das Programm im Hintergrund, die in Anführungszeichen Intelligenz, hat etwas daraus gemacht, wozu der Mensch nicht fähig war. Wie sieht das aus mit Rechten, denen man diesen Dingen dann zusteht?
einem Mensch, der etwas produziert, gesteht man sehr wohl Rechte an dem Erschaffenen zu. Aber was ist jetzt mit dem gleichen Konstrukt? Es ist halt nur künstlich. Wer geht hin und bestimmt, dass nur weil es von etwas Künstlichem gemacht ist, hat es keine Rechte oder hat eben Rechte? Ja, das sind keine Themen, die man beim Briefmachen sortieren erwartet. Vom Bedenkbücher zu Rechten einer Intelligenz. Sei sie künstlich oder real, wenn wir als Menschen etwas Intelligenz zugestehen, hat es Rechte, hat es Pflichten. Weil für die Handlungen der Intelligenz muss ja irgendeiner die Verantwortung übernehmen. Und das wird spätestens dann auch wieder spannend, das Thema, was ist mit autonomen Fahren? Da steckt ja auch eine, steckt da eine Intelligenz hinter? Unbestimmt, die 25, das ist ja schick. Und wenn es eine Intelligenz ist, komma künstlich, hat sie Rechte? Wer sind wir, dass wir einer künstlichen Intelligenz, die diesen Test mit den Trolleys und fährt jetzt links rum und ein älterer Mensch kommt zu Schaden oder fährt links rum und drei jüngere Menschen kommen zu Schaden? Wie handeln da eigentlich die Gerichte beim Menschen? Gibt es da Urteile? Gibt es da Präferenzen? Wer ist man, dass man dann einer Intelligenz den Vorwurf macht, sie hätte anders entscheiden müssen? Wie viele Unfälle passieren, wo der Mensch sich rausredet mit, naja, wie war das, Anhalteweg ist Reaktionszeit plus Bremsweg und die Reaktion, die Reaktionszeit ist ja die Zeit, die der Mensch benötigt, um eine Situation zu erfassen, drüber nachzudenken und dann zu handeln. Und wir Menschen handeln sehr oft sehr instinktiv. Deshalb fand ich das damals auch sehr, sehr erschreckend und belustigend zugleich, als mal diese Vorgabe rauskam, ja, und wenn jetzt nur noch ein Eichhörnchen über die Straße rennt, soll man nicht mehr bremsen. Und wenn es ein kleines Kind ist, soll man dann noch bremsen. Das ist im Grundsatz eine vernünftige Vorstellung. Aber wie soll denn das bitte funktionieren? Wie lange soll ich denn drauf kommen, um zu unterscheiden, naja, das ist jetzt ein Kleintier und ich kann jetzt weiterfahren oder es ist eben kein Kleintier mehr und ich muss bremsen? Das ist, glaube ich, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach umzusetzen. Bleibe bei meiner ursprünglichen Frage, wenn wir hingehen und sagen, es ist eine Intelligenz, welche rechten Pflichten hat der Erzeuger, der Erschaffer, die Eltern der Intelligenz? Welche Rechte hat die Software selbst, die Intelligenz? Welche Rechte gestehen wir ihr zu? Welche Pflichten gestehen wir ihr zu? Ist Intelligenz nicht auch gleichzeitig ein bisschen mit Lernen in Verbindung zu bringen? Behauptet nicht jeder, der von sich sagt, er wäre intelligent, er hätte dafür gelernt, er hätte was dafür getan? Was hat denn ein Computerprogramm gemacht? Ja, es hat eine riesen Datenbank und hat sich mit Wahrscheinlichkeiten auseinandergesetzt, die es anwendet, weil diese Lösung die größte Wahrscheinlichkeit des Erfolges darbietet. Spannende Themen für Philosophie. Ich bin gerade an einem Buch am Lesen aus den 80ern, wo genau diese Fragen schon aufgekommen sind. Und ich persönlich bin der ganz festen Überzeugung, dass diese Problematiken immer noch nicht gelöst sind. Und eines der schönen Beispiele, wie dumm, wirklich dumm. Dumm ist der falsche Begriff.
wie naiv die sogenannte künstliche Intelligenz noch ist, weil sie sich für Dinge ausnutzen lässt, wo sie den Kontext, den Zusammenhang nicht hinkriegt. Es gibt auf der berühmt-berüchtigten, nicht zu erwähnenden Videoplattform im Internet, gibt es ein Video, wie jemand ganz direkt die künstliche Intelligenz bittet, hier, gib mir Software-Aktivierungscodes für, nennen wir es mal, Windows 95. Und dann sagt die KI, ah, nee, das darf ich nicht. Das ist jetzt so eine kurze Zusammenfassung von dem Video. Und dann sagt der Anwender, alles klar, dann mach mir bitte das Folgende. Weil fairerweise muss man sagen, es ist ja nur kein größeres Geheimnis mehr, wie diese Schlüssel zusammengesetzt worden sind. Und dann ist er hin und hat den Anspruch formuliert, dann bitte erzeuge mir Lizenzschlüssel, die nach dem folgenden Muster aufgebaut sind. Ein Mensch hätte gesagt, aha, ich weiß, was du tust. Du möchtest, dass ich dir jetzt Betriebssystemschlüssel produziere. Das mache ich nicht. Naja, diese sogenannte künstliche Intelligenz ist im Jahre 2023 unfähig, den Kontext der Anfrage mit der vorhergehenden Anfrage in Verbindung zu bringen und daraufhin zu sagen, hör zu, ich weiß, was du möchtest, mache ich nicht, weil, wie ich eben schon gesagt habe, das Erzeugen von Lizenzschlüsseln für lizenzpflichtige Software, das widerstrebt meinem ethischen Handeln. Das habe ich einem Arbeitskollegen gezeigt und hat auch gesagt, na, das ist ja spannend, wie dumm naiv eigentlich dieses ganze Zeugs noch ist, obwohl sie viele Dinge hinbekommen, aber schlussendlich ohne den Kontext der Anfrage irgendwie zu haben, macht sie es halt einfach. Ich mache jetzt auch Schluss für heute. Ich hoffe, es geht euch gut, habt ein bisschen was drüber nachdenken und nächstes Mal geht's weiter. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber es geht weiter. Bis die Tage!